Ja, was ist denn da heute los mit den Aktienmärkten? Wir hatten ja heute die Arbeitsmarktdaten und zunächst ging es ja mal nach oben. Alles schien schick, beste aller Welten, ne? Denn die Wall Street sagt sich ja, wir würden gerne den Kuchen essen, ihn aber gleichzeitig behalten. Ergo eine große Zinssenkung, 0,5%, aber gleichzeitig eine solide Wirtschaft. Jetzt hatten wir die US-Arbeitsmarktdaten und das war jetzt nicht so schlimm, war zwar unter der Erwartung, aber hätte schlimmer kommen können. Super, Rezessionssorgen nach unten ein Stück weit, nur ein bisschen. Bei genauerem Hinsehen sieht man nämlich, dass das schon ziemlich übel ist, was da veröffentlicht wurde, eben wenn man mal unter die Oberfläche guckt, einerseits, und auf der anderen Seite aber ist das Problem, dass die Arbeitslosenquote gesunken ist, sogar, dass die Stundenlöhne sehr deutlich gestiegen sind, deutlicher als erwartet, 0,4%. Das alles ist jetzt nicht gerade so eine Steilvorlage, damit die Fed eben einen großen Zinsschritt begünden kann. Und so ist vielleicht für die Wall Street das Problem, dass man den Kuchen weder isst, aber ihn dann trotzdem nicht mehr hat, statt ihn zu essen und ihn zu behalten, um es mal so zu formulieren. Schauen wir uns die ganze Geschichte an. Negativer Doppelwumms habe ich das mal genannt. Hier sehen wir die Zahlen, 142.000. Statt 165 erwartet, aber eben diese Stundenlöhne 0,4 zum Vormonat. Arbeitslosenquote fällt auf 4,2%, war auch so erwartet worden, aber man sieht, da ist Lohndruck, da ist eine Stellenzahl, die auf den ersten Blick so ganz einigermaßen okay ist, aber schauen wir uns hier mal diese Aussage an, dass Bureau of Labor Statistics, dass diese Daten ermittelt, das schätzt die Zahlen im Prinzip. Hier gibt es einen sogenannten Current Employment Statistics Program, das also die Firmen anschreibt und sagt, ja, wie schaut's denn aus, habt ihr Stellen geschaffen, Stellen abgebaut und so weiter. Das kann man natürlich nicht in den ganzen USA machen, sondern macht das irgendwie so ein bisschen stichprobenartig und dann rechnet man das irgendwie rauf auf das gesamte Land und sagt, ja, so und so viele sind das ungefähr, also allein das zeigt schon, wie schwierig diese Zahlen sind. Wir hatten ja auch diese Abwärtsrevision von über 800.000 Stellen, dann diese permanenten Abwärtsrevisionen, die dann im nächsten Monat kommen oder gekommen sind. Diesmal auch, wollen wir uns gleich anschauen, nämlich hier der Juli. Oder fangen wir mal mit, ja genau, der Juli war von 114.000 jetzt auf 89.000 nach unten revidiert worden, also unter 100.000. Der Juni von 179 auf 118.000 ergibt also mal ganz entspannte 86.000 Millionen sind es noch nicht, wenn ich das richtig hier schnell im Kopf rechne. Und jetzt haben wir viermal hintereinander, dass diese Jobdaten aus dem Vormonat nach unten revidiert wurden. 6 der letzten 7 Revisionen gingen nach unten und das ist ein Trend, den wir hier sehen, der jetzt im Grunde schon seit ja gut einem Jahr der Fall ist, 1,5 Jahren der Fall ist. Und schauen wir uns das mal an. Wir haben einen Aufbau von Stellen bei der Regierung, 24.000, in der Industrie sind 24.000 Stellen weggefallen und was fast noch schlimmer ist, wir sehen, dass eben die dauerhafte Arbeitslosigkeit steigt. Hier ganz unten sehen Sie diese Not on Temporary Layoff. Also diejenigen, die nicht vorübergehend arbeitslos sind, sondern offenkundig dauerhaft. Das geht immer weiter nach oben auf jetzt 2.456.000. Von Monat zu Monat geht diese Zahl nach oben und zeigt, was der Fall ist. Zumal die Qualität der Stellen miserabel ist. Wir haben jetzt im August 438.000 Vollzeitstellen verloren, aber 527.000 Teilzeitstellen hinzugewonnen. Hurra, kann man da nur sagen, zumal hier die Native-Born Americans, also die in den USA gebürtigen Amerikaner, die haben sage und schreibe 1,325 Millionen Jobs im August verloren, während Foreign-Born Workers, also mit anderen Worten Migranten, 635.000 Stellen hinzugewonnen haben. Mit anderen Worten, das fühlt sich nicht so richtig gut an für die amerikanische Bevölkerung, die eben autochton ist, also im Land geboren ist, und zeigte, dass es eben vor allem die Migranten sind, die hier für diesen Jobaufbau sorgen. Und wenn wir uns diesen Privatsektor mal anschauen, sehen wir,
Das geht schon echt eine gute Zeit lang bergab mit den Stellen im Privatsektor. Auch das ist ein alarmierendes Signal. Und hier sehen wir mal den Dreijahreszyklus Moving Average. Wenn das unter die 100.000er-Marke fällt, dann kommt eigentlich immer eine Rezession. Also wir sehen, die Daten weisen eigentlich alle sehr, sehr deutlich nach unten. Und gestern ja Auftritt von Janet Yellen. Möglicherweise hat sie die Daten schon gekannt und hat gesagt, oh, also der Arbeitsmarkt, der ist nicht mehr ganz so eng, aber es werden weiter Stellen geschaffen. Wir haben einen guten, starken Arbeitsmarkt. Okay, Janet, das klingt so ein bisschen nach Schönfärberei. Und natürlich, Sie als Regierungsmitglied, Sie haben alles Interesse daran, die Dinge jetzt nicht zu negativ erscheinen zu lassen, so kurz vor den Wahlen. Das macht sich nicht gut. Also hat man ja das eine oder andere Statistikwunder ausgepackt. Und dieses Statistikwunder wiederum hat die Fed vielleicht dazu verleitet, eben die Zinsen sehr stark und schnell anzuheben und sie vor allem dann da zu belassen, weil man sich eben auf diese sehr unzuverlässigen Arbeitsmarktdaten verlassen hat. Und gestern dann Auftritt von Joseph Stiglitz, einer der ganz wunderbar keynesianischen Ökonomen, der gesagt hat, also die Fed hat jetzt die Zinsen zu schnell, zu hoch angehoben. Das macht man nicht, gell? Besser nicht. Und dann, was sagen dann eigentlich die FED-Mitglieder nach der Veröffentlichung der Zahl? Ganz kurz danach war Williams auf CNBC, also auf diesem Börsensender, und hat gesagt, ja, also es ist jetzt schon die Zeit, dass wir die Zinsen senken, das Gleichgewicht zwischen Arbeitsmarkt und Inflation, bla bla. Also das war in der Summe nicht gerade eine Ankündigung, als müsste die Fed jetzt die Zinsen um 0,5% senken. Das aber will die Wall Street bei gleichzeitig, wie gesagt, robuster Wirtschaft. Wie das zusammengehen soll, habe ich noch nie so ganz verstanden. Und so sehen wir, dass nach diesen Aussagen von Williams die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen nur um 0,25% senkt, jetzt wieder deutlich höher ist als eben um 0,5%. 61% Wahrscheinlichkeit, dass nur eine 0,25er Senkung hier passiert. Zero Hedge sagt, ja, sieht so aus, als gäbe es nur eine schlechtere Geschichte als eine 50 Basispunkte Zinssenkung, nämlich eine 25 Basispunkte Zinssenkung. Genau das ist der Fall. Und dann aber Auftritt von Waller, der sagte, oh ja, also diese Arbeitsmarktdaten, die erfordern Action, da müssen wir jetzt was machen. Und da sehen wir doch, dass die Situation sich deutlich verschlechtert. Das hat dazu geführt, dass die Wall Street erstmal wieder ein bisschen aufgeatmet hat. Seht ihr, sie wollen vielleicht doch die Zinsen um 0,5% senken. Dann aber kommt ein Tweet von Nick Timiraos, dem Fed-Flüsterer, also dem Kommunikator, so wird er zumindest gesehen, der US-Notenbank an die Märkte. Und der sagt, naja, also gut und schön, aber das, was Waller gesagt hat, das ist eher in Richtung 25 Basis. Punkte, denn er hat gesagt, also wir zwischen den Zeilen hätte Waller gesagt, also wir bräuchten schon noch eine Menge miese Daten, bis wir wirklich bereit sind, die Zinsen am 18. um 0,5% zu senken. Und das hat der Wall Street überhaupt nicht geschmeckt, wie wir hier sehen. Zunächst mal ja dieser Jobs Report, ging es nach oben, dann dieser Abverkauf mit Beginn letztendlich der Öffnung des Kassamarktes, dann Waller mit diesen Aussagen, Buff rauf, dann aber Timiraos mit diesem Tweet, der an der Wall Street sehr stark beachtet wird, Booms wieder runter. Also wir sehen, da ist eine gewisse Action. Abschließend, meine Damen und Herren, will ich Ihnen einen Artikel empfehlen. Ganz andere Baustelle, bevor wir im zweiten Teil dann uns noch weiter die Wall Street und auch die Entwicklungen etwa in Deutschland anschauen. Aber zu Deutschland passt hier. Deutschland will 22 Milliarden Netzumbau in Südafrika mitfinanzieren. Die gute Jennifer Logan, ehemals Greenpeace-Aktivistin, jetzt ja Staatssekretärin, die praktisch für Klimafragen zuständig ist im Außenministerium, die weilt derzeit in Südafrika und hat die südafrikanische Regierung mal gesagt, oder gefragt, ja, warum habt ihr eigentlich nicht, wie ursprünglich gedacht, eure Kohlekraftwerke runtergefahren? Denn es gab ein Programm schon seit 2 Jahren, dass man eben Südafrika helfen will, hier von der Kohle loszukommen. Aber die südafrikanische Regierung hat im Juli gesagt, nee, machen wir nicht, wir brauchen die Kohle. Südafrika ist ein Land, das extreme Probleme mit Stromausfällen hat, etc. Und so sieht es jetzt aus,
dass wir da uns also ein bisschen mit engagieren in Südafrika. Warum nicht? Wir bauen ja auch in Peru Radwege. Warum soll man dann in Südafrika nicht uns einmal engagieren in Sachen grüne Energie? Das ist ja klar. Also das ist die erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite ist der Hinweis auf den zweiten Teil des Markeflüsters. Da wollen wir uns die Dinge nochmal genauer anschauen in der Mitte der Wall Street, was da zu erwarten ist, und einen Blick darauf werfen, warum mein zweitbester Freund Marcello Fracciarino immer daneben liegt. Also, ich hoffe, wir sehen uns gleich im zweiten Teil, der unter dem Video verlinkt ist. Sie wissen das, Sie finden das. Ich bin da ganz zuversichtlich und sage Servus, ciao.